Wollen Sie sich weiterentwickeln? Wollen Sie Ziele wirklich erreichen? Hat man Ziele Ihnen persönlich von außen aufgeprägt? Lern doch lieber dies, mach doch lieber das. Wissen Sie nicht, wie Sie Ihre Ziele erreichen können? Nun, dann habe ich heute das richtige Buch für Sie. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich ein Buch mitgebracht, das stammt aus meiner Jugend. Und zwar nennt sich das Alles ist erreichbar von Raymond Hull. Und dazu habe ich einen Whisky mitgebracht, den Artback Grooves, der ja aus den späten 60ern die groovy Zeit beschreibt. Und in diesem Kontext ist auch dieses Buch zu sehen, das ich als Anfang der 20er, im Alter von Anfang 20, von einem Wohnungsmakler geschenkt bekommen habe. So nach dem Motto, jetzt hast du die Wohnung über mich geholt, damals Mietwohnung bei meinem ersten Arbeitgeber, hat also der Arbeitgeber bezahlt. Dann hat er gesagt, und hier habe ich ein Buch für dich, hat er mir dann geschenkt. Und das war sowas von anders. Das habe ich im Leben noch nicht gehabt, so etwas. Und das war halt dieses Buch Raymond Hull, Alles ist erreichbar, Erfolg kann man lernen auf Deutsch. Das Buch ist hübsch vergriffen, lang nicht mehr gedruckt worden, hat eine extreme Wichtigkeit, auch heute noch. Ich habe es jetzt mir wieder besorgt, weil ich hatte es vergessen. Ich habe ja öfter erzählt, ja, ich habe ein Buch gelesen, ich weiß bloß nicht mehr, welches das war und ganz furchtbar und so. Und dann habe ich letztlich bei Mission Money über dieses Buch wieder gesprochen und dann hat ein anderer gesagt, war das dieses Buch? Ja, nee, leider nicht. Und dann der andere, Raymond Hull. Und sofort habe ich es gewusst, das war's. Habe ich mir dann als E-Book besorgt, ist sehr günstig, in Originalsprache, Englisch, amerikanisches Englisch und dann auf Deutsch auch noch, damit ich das so als Gedankenstütze mir doch irgendwo hinstellen kann, auch wenn ich kein Bücherregal mehr besitze. Aber das war so aus Nostalgiegründen, musste ich das kaufen. Ne? Das habe ich dann im Marketplace, so im Longtail gekauft und dann kam das dann irgendwie so einfach verpackt, war ganz billig. Wobei mir aufgefallen ist, wenn man das gedruckt im Original neu haben will, ich habe das schon dreistellige Preise dran gesehen. Also normalerweise kostet das ein paar Euro, ne? Aber dann so die original alten Ausgaben ewig teuer, liegt wohl daran, dass so ein paar Leute, so wie ich, das liebend gerne so als Andenken stehen haben, weil das einen zu dem gemacht hat, was man ist, wenn man nun diesem Inhalt gefolgt ist. Was ist das Wichtige an diesem Buch? Es geht um Ihre Wünsche, um das, was Sie wollen. Es geht also um Ihren Kopf, um Ihren Geist, wie Sie den konditionieren, um das zu erreichen, was Sie erreichen wollen. Und da habe ich mal über Gedankenhygiene ein Video gedreht, habe ich Ihnen unten in die Box, Beschreibungsbox mit reingeschrieben, dass man im Prinzip seine Gedanken so konditionieren muss, so fokussieren muss und sich von niemandem in seinem Gehirn herumfuschen lassen darf, durch Werbung, durch Marketing, durch den Nachbarn, durch ich weiß nicht wen, Politiker, und so weiter, sondern Sie müssen sich klar darüber werden, was für Wünsche Sie haben. Und er sagt hier, Liste 10 Punkte aufschreiben. Und dann nicht zu allgemein halten, sondern also erstmal allgemein und dann präzisieren und jedes Mal auf einem neuen weißen Blatt Papier in der richtigen Reihenfolge abschreiben. Und wenn Sie sich bei einem verschrieben haben, Papier weg, alles neu, bis es sauber untereinander dasteht. Und den Zettel falten Sie dann zusammen, stecken Sie in die Hosentasche und wenn Sie irgendwo in der Straßenbahn sitzen, holen Sie den raus, gucken Sie wieder. Und wo immer Sie sonst eine gewisse Zeit lang sitzen, schauen Sie sich den wieder an und gucken und lassen also Ihr Gehirn um diese 10 Ziele, die Sie haben, kreisen. Und dann wird Ihnen auffallen, also das ist es ja eigentlich nicht, ich habe ein viel, viel wichtigeres Ziel. Und jetzt gehen Sie nicht hin und streichen das und schreiben das andere drüber, sondern Sie nehmen einen neuen weißen Zettel, schreiben das ab und sortieren das andere neue Ziel entsprechend ein. Von einem müssen Sie sich trennen.
Und das führt dazu, dass sie im Laufe von ein paar Monaten ihre Zielliste extrem sauber auf den Punkt haben, dass das wirklich die Dinge sind, die über, ich sag mal, Wochen, Monate ihr Gehirn beherrschen. Und wenn sie über so manche Ziele, ja, ich möchte einen tollen Knatter BMW haben oder so, wenn sie längere Zeit darüber nachdenken, sagen sie, nee, eigentlich möchte ich den nicht haben, weil das knattert nur ein-, zweimal so toll, kann ich auch zur Autovermietung gehen, mir einen Kauf, einen mieten. Und ansonsten bindet mir das Geld und brauche ich eigentlich nicht. Ne? So. Und so fängt man an, über seine Ziele nachzudenken und mit diesem Nachdenken passiert was. Es passiert was in ihrem Kopf. Und dann beginnen sie, diese Ziele so zu ordnen, dass das Leichteste oben ist. Und das greifen sie an. Zum Beispiel, ich möchte meinen Eltern gegenüber immer freundlich sein. So, relativ leicht zu erreichen, aber irgendwann fällt man doch wieder in den alten rein. Mensch, muss der schon wieder damit anfangen. Hör auf damit. Und so, wenn man diese Ziele aufgeschrieben hat, sich das oft genug aufgeschrieben hat, dann wird man auf einmal sehr, sehr freundlich. Weil das Gehirn sagt, das steht oben auf deiner Liste, habe ich jetzt schon zum 20. Mal gelesen die Woche. Ja, werde ich machen. So. Und jetzt verinnerlicht sich das, bis sie sagen können, ich habe dieses Ziel erreicht. Und dann können sie es von dieser Liste löschen. Dann kommt das nächste Ziel nach oben und unten können sie ein weiteres zufügen. Irgendwann sagen sie, also das werde ich, hat jetzt nicht mehr die Bedeutung oder das werde ich zu spät erreichen, brauche ich zu lange für. Jetzt sortiere ich das weiter nach unten, weil ein anderes kann ich früher erreichen. So, und jetzt beginnen sie nicht nur mit ihrem Denken, sondern auch mit ihrem Handeln, mit einer Handelhygiene, dass sie also keine unsinnigen Dinge tun, sondern dass sie vielleicht sagen, ich möchte meinen Abschluss in dies und das zusätzlich machen. Also setze ich mich hin und lerne das, möchte meinen Fachwirt machen, möchte meine Zusatzqualifikation für meinen Beruf machen, möchte dies und das, anstatt abends auszugehen und drei Bier zu trinken und nachher zu sagen, oh, das eine Bier war jetzt doch zu viel, jetzt habe ich schon wieder 100 Gramm zugenommen. Dabei steht auf der Liste, ich möchte 2 Kilogramm abnehmen oder 20. So, und diese Fokussierung jetzt darauf hält sie davon ab, falsche Dinge zu tun. Ganz, ganz wichtig. Sie haben auf erstes ihre Ziele sauber aufgelistet, die sie wirklich haben. Und da dürfen sehr schwierige, komplexe, fast unmögliche Ziele draufstehen. Wenn sie merken, wie sie im Laufe von Monaten, Jahren die einzelnen Punkte von ihrer Liste abarbeiten, merken sie, so schwierig ist dieser extreme Punkt da unten auch nicht. Ne? Zwar hat er manche neuen Ziele über dem einsortiert, aber so ganz fremd ist er nicht. Und lassen Sie mal 5 oder 10 Jahre ins Land gehen, auf einmal ist so eine Sache dann in Reichweite. Ne? Was wichtig an dieser Stelle ist, Sie müssen dieses Vorgehen geheim halten. Sie dürfen mit dieser Liste nicht zu Ihren Freunden gehen oder Ihren sogenannten Freunden gehen, sondern Sie müssen diese Liste für sich geheim halten, weil Sie sonst Gegenwind bekommen von anderen. Die Ziele, die Sie erreichen wollen, können ja dazu führen, dass Sie sich von Ihren Freunden oder sogenannten Freunden trennen müssen. Für öfter dann kriege ich mal so eine Mail, ja, ich habe da so eine Verwandtschaft und die ganz schlimm und die sagen, ich schaffe das nicht. Und aber andere schaffen es doch, warum soll ich das nicht schaffen? So, die haben dann ihre Zweifel, ihre selbstquälenden Dinge. Da kann man nur sagen, du musst dich von diesen Leuten trennen. Die haben nichts Gutes mit dir im Sinn. Das ist praktisch diese große, typisch deutsche Mannschaft, die hingeht und jeden, der den Kopf oben rausreckt, Kopf weg oder am Füßen zieht, dass er ja seinen Kopf wieder reinnimmt. Alle sind gleich. Der deutsche, national ausgeprägte Sozialismus, der findet sich da wieder, wo das Individuum mit seinen eigenen Zielen überhaupt nicht kein Bestehen hat. Das äußert sich ja auch in unserem Bildungssystem, wo im Prinzip ein Frontalunterricht nach altem preußischen Kadavergehorsam passiert und man Lehrziele erfüllen muss, dass es ein Abitur gibt, wo man dies, das und das gemacht haben muss, sonst kriegst du kein Abitur.
zweite Fremdsprache, für die meisten der Horror. Ne? Warum eine zweite Fremdsprache? Wenn man nur Ekel vor dieser zweiten Sprache hat, das sich ins Hirn nicht eintun soll. Heutzutage braucht man keine zwei Fremdsprachen, zumindest mal nicht die zweite, die man da zur Auswahl bekommt. Europa, gemeinsame Freundschaft, Französisch als zweite Fremdsprache. So, ich habe es gelernt. 5 Jahre, waren 7 Jahre lang, hat mich angewidert, immer 4 gehabt. In Frankreich selber mit denen perfekt unterhalten können. Ja gut, die eine Zeit hat aber nicht gestimmt und das eine Verb habe ich so. Na und, so wie bei uns die Sprachen vermittelt werden, ist es eine Katastrophe. Ne? Viel wichtiger wäre es heute neben Englisch, Chinesisch zu haben. Ne? Ja, gibt es höchstens eine Arbeitsgemeinschaft irgendwann nachmittags und so. So, also da kriegen sie was übergestülpt und es gibt nur die und die und die Berufe, die sie lernen können, bis wir im Versandhandel einen speziellen Beruf für Versandhandelsmitarbeiter im Büro hatten. Dialog, Marketing, Fachkraft, irgendwie. Bis das gedauert hat, also da sind ja Jahrzehnte sind da rumgegangen, bis die das überhaupt geblickt haben, dass man sowas braucht. Ne? So, also da wird man in den Kastel gesteckt. So. Und dass man einen eigenen Curriculum, einen eigenen Entwicklungsplan entwickeln kann, was man nun machen möchte, was man werden will, weit von weg. Ne? So, und das ist das Hauptproblem in unseren Schulen. Da kriegt man den Inhalt solcher Bücher kriegt man nicht vermittelt. In angelsächsischen Schulen oder zumindest auch mal den internationalen Schulen in Deutschland, da ist es durchaus üblich, dass man einen Counselor hat, einen Berater. Kennen Sie vom Raumschiff Enterprise? New Generation, da war immer die Counselorin, war mit dabei, die im Prinzip Diskussionspartner war, einfühlsam und so weiter. Und in unserer Familie wurden also auch Auslandsaufenthalte gemacht und auf internationalen Schulen in Deutschland gegangen. Und da war der Counselor immer dabei, der gefragt hat, was willst du hin, hast du dir Gedanken gemacht und so weiter. Auf dem deutschen Gymnasium, nichts, kannst dies werden, das werden und das werden. Such dir was aus. Was anderes? Nee. Kopf runter, flach halten. Dräng dich nicht so nach vorne. Wenn sie da bessere Lehrer gehabt haben, herzlichen Glückwunsch. Die breite Masse sehe ich nicht so. Und deswegen müssen sie ihre Ziele geheim halten, damit ihnen die üblichen Stinkstiefel die Sache nicht versauern. Machen sie diese Pläne selber. Sagen sie nichts der Familie, sagen sie nichts ihren Verwandten. Sehr vorsichtig sollten sie auch mit ihren Partnern an dieser Stelle umgehen. Die wollen vielleicht sowas nicht. Müssen sie gucken, wie es ausgeht. Wenn sie von ihrem Partner trennen, ich will es nicht gewesen sein. Ne? Also vorsichtig. Und dann werden sie merken, wie sich A, sie selbst ändern, wie sich ihr Umfeld ändert, wie sie einfach vorankommen, wie sie Erfolge haben, wie sie positiver werden, weil nämlich diese Sachen funktionieren und alle sagen, es funktioniert doch nicht und so. Ganz, ganz wichtig. Und dieses Buch ist ja heute so wichtig wie damals. Und die letzten Kapitel gehen dann im Prinzip um Freundschaft und Liebe. Es ist nicht so ein knochentrockenes, sie können auch durchaus emotionale Ziele haben. Dann um Seelenfrieden, um Gesundheit und ein langes Leben, um Wohlstand, um ein interessantes Leben und vor allem ein andauerndes Glück. Da sehen Sie, bei mir hat dieses Buch, ich habe also viele Jahre nach diesen Rezepten gearbeitet, haben dazu geführt, dass ich hier immer ein sehr, sehr positive Einstellung habe. Ja, klar, gehöre ich auch zu den Crash-Propheten. Jo, ein bisschen Endzeitgefühle dürfen schon auch sein, aber im Grunde genommen sagen die Leute, ja, Herr Lüning, wenn das sowieso alles in den Bach runtergeht, warum kaufen Sie sich dann so ein Elektroauto, warum investieren Sie in Ihre Firma, geht doch eh alles in den Bach runter. Bis es in den Bach runtergeht, will ich es möglichst schön haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier mein Geld komplett rausschmeißen will, weil es später sowieso nichts wert ist, sondern ich will so glücklich und erfüllt meine Ziele erfüllen und leben, solange man mich das Leben lässt. Und wenn es dann doch anders kommt, dann hat man ja Mittel und Wege zur Hand, wie man dann in diesen schwierigen Situationen wiederum
sein Glück und seine Ziele finden wird. Weil da kann einer so blöd kommen, wie er will. Das Innere ihres Kopfes kann er ihnen nicht wegnehmen. Momentan versucht man das, indem man ihnen die Klimakatastrophe einredet. Der vierte Weltkrieg kommt jetzt auch. Und schauen Sie Titel, Dinge von den Zeitungen an. All das drückt man ihnen in ihr Gehirn rein, um ihr Denken zu beeinflussen. Hören Sie auf mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Brauchen Sie nicht das Letzte, was Sie brauchen. Sie müssen nicht informiert sein. Null. Wenn es etwas gibt, was Sie wissen müssen, das trägt irgendjemand an Sie ran. Lassen Sie andere Sie informieren. Wenn er aber immer nur mit dem Geifer und dem Negativen kommt, dann schließen Sie ihn aus Ihrem Leben aus. Dieses Recht haben Sie. Joe, Sie haben auch das Recht, abends schön in Ruhe, wenn Sie über 18 sind, einen netten Whisky zu probieren, diesen Outback Grooves, leider ausverkauft. Vielleicht kommen irgendwann mal noch ein paar Flaschen. Chancen sind nicht zu gut. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.